Hallo Leute und herzlich willkommen zum Terminvideo. Ja, diesmal nicht mit Gameplay, weil ich es einfach zeitlich nicht schaffe. Dazu gibt es auch ein Infovideo, das ihr eventuell schon an dieser Stelle gesehen habt. Von daher ist das jetzt egal. Wir fahren auf jeden Fall mit Profil 3 diesmal nur, weil ich einfach so verdammt viele Videos momentan schon im Vorlauf habe. Wobei das auch ein bisschen gelogen ist, weil es gibt ein kleines Problem. Einige Videos sind, ja, sozusagen kaputt gegangen, da was mit der Audiospur nicht richtig gelaufen ist. Also, wer eventuell mein Xenoblade Chronicles Let's Play verfolgt, hat da schon mal was mitbekommen. Da gab es auch ein kleines Problem mit der Audiospur. Das Problem ist aber anders. Irgendwie ist ein Rennen nicht ganz drauf und dadurch ist alles verschoben. Ich verstehe es nicht ganz, weil der erste Grand Prix von der Audiospur ist okay und danach plötzlich nicht mehr. Ja, ich weiß nicht genau, welche Videos davon jetzt betroffen sind, aber es sind ein paar und ja, ist blöd. Auf jeden Fall die Videos mit Hering, die kommen demnächst. Also jetzt bald, ich denke mal schon am Wochenende wahrscheinlich. Für diejenigen, die das interessiert, ansonsten, wir fahren halt am 28.07. um 18 Uhr, nur Profil 3 erstmal. Weil es ist halt zeitlich so eine Sache, ist alles so eine Sache, Leute. Gut, was ich da noch zu sagen muss, natürlich der Special Cup. Da fahren wir mal mit etwas, was man freischalten muss. Ja, wir werden Todd im Quack-Quack nehmen. Coole Sache, oder? Wer sich jetzt fragt, wie zur Hölle kriege ich einen Quack-Quack? Das ist gar kein großes Problem, denn das leichte Bike Quack-Quack wird nach einem Sieg im 150 Kubikzentimeter Stern-Cup freigeschaltet. Ihr müsst also nur 150 Kubikzentimeter den Stern-Cup auswählen, den eben gewinnen. Mit dem ersten Platz, ihr braucht dabei nicht mal einen Sternrang oder so zu holen und schon habt ihr einen Quack-Quack. Ja, sollte eigentlich kein Problem sein. Ich hoffe auf rege Teilnahme, trotz des warmen Wetters, wobei das ja auch am Samstag wesentlich schlechter aussehen soll, eigentlich. Ich will es zumindest hoffen. Gut Leute, wir sehen uns dann. Bis dann und ciao.